Das war zu einfach! Daddy, kannst du bitte mit mir in die Rückkehr der Weltraumaffen gehen? Kannst du nicht mit Dirty Joe gehen, Wayne? Nein, Joe ist nach Blandford gefahren, seine blöde Freundin besuchen. Ich kann nicht, ich hab Hausarrest. Deine Mutter ist über die Kaffeeflecken nach dem Affenstreich von gestern nicht besonders erfreut gewesen. Warum gehst du nicht mit Julian spielen? Dazu hast du doch einen Bruder. Oh ja, Riesenidee. Ich geh mit Milchbubi Stricken spielen. Oh. Nehmt euch in Acht vor den Weltraumaffen! Mom! Esst Affendreck, ihr Humanoiden! Wir haben bloß ein bisschen gespielt, Mom. So wie Brüder eben miteinander spielen. Nun, ab sofort verbiete ich dir, mit Julian zu spielen. Sonst kriegst du Hausarrest, genau wie dein Vater. Dieser blöde Julian kann doch nicht mal richtig spielen. Cool. Gewöhnt, dass Wayne zu spät zum Abendessen kommt. Mom, Dad, das hier ist mein richtiger Bruder, Keith. Oh, der da? Ein Niemand. Nein, das ist nicht meine Freundin. Oh, du bist wirklich sehr lustig, Keith. Mom, darf Keith auf Julians Stuhl? Auf keinen Fall! Also hör mal, Julian, Keith ist Waynes neuer Freund. Bruder! Oh, guck ihn doch mal genau an, Leute, der ist Schrott! Au! Mom! Das reicht jetzt, junger Mann! Du hast ihn zuerst gehauen! Und wie machst du das, dass er piept, Wayne? Ich tue gar nichts dazu, dass er piept. Keith redet bloß, wenn er will. Stimmt's, Keith? Oh! Wo hat er seine Strahlenwaffe? Fragt ihm ruhig weiter Löcher in den Bauch, dann werdet ihr's schon rauskriegen. Oh! Ich sag dir, Miss Hissy wird dieser leidigen Geschichte gleich ein Ende bereiten. Miss Hissy, das ist mein neuer Bruder Keith. Er ist ein klasse Typ. Die Ähnlichkeit ist nicht zu übersehen. Macht eure Schulbücher auf, Seite 15. Miss Hissy, Sie können meinem Bruder doch nicht ernsthaft erlauben, diese Blechbüchse mit in die Schule zu bringen. Julian Crabbe, du hast dir soeben Dauernachsitzen eingehandelt. Keith, ich weiß, das klingt milchbubihaft und du kannst sowas nicht leiden. Aber ich bin froh, dass du mein Bruder bist. Hi, Mom, Dad. Ist es okay, dass Toni heute hier übernachtet? Was um alles in der Welt? Aufpassen, ich hab dich gleich, du streberhafter Haushaltsroboter. Mein Gesicht! Oh.
Also ich bin ganz begeistert, wie Kies mit dem Staubsauger umgehen kann. Er ist wirklich hochintelligent. Na klar, das habe ich doch gesagt, Mom. Kies ist echt stark. Ich würde sagen, wir sind jetzt alle eine große, glückliche Familie, nicht wahr? Umarmt ihn. Kies wird sich hier niemals durchsetzen. Denkst du nicht auch, dass du etwas überreagierst? Aha, ich komme, Milchbubis! Kies muss jetzt dringend baden, ist das klar? Und, denkst du immer noch, dass ich überreagiere? Wayne! Wach auf, Wayne! Hä? Wer ist da? Ich bin's! Keith, dein Bruder! Mach, dass du wegkommst! Du brauchst doch keine Angst zu haben, Wayne! Weißt du, dadurch, dass du mich zu deinem Bruder gemacht hast, habe ich mich in einen echten Jungen verwandelt! Und darum ist bei manchen Arten das Weibchen um ein Vielfaches größer als das Männchen! Und dann gibt es noch Arten, da ist beim Weibchen nur der Po größer. Du weißt doch, dass der gar nicht so echt ist, wie er aussieht, oder? Wie meinst du das? Sie hat einen aufblasbaren Po und ich habe gesehen, wie sie ihn vor dem Unterricht aufgeblasen hat. Das gibt's nicht! Ich kann's immer noch nicht fassen, dass sie uns eine Woche Dauernachsitzen gegeben hat. Aber ich bin nicht sauer auf dich, Kies. Du bist immer noch der beste Bruder, den ich je gehabt habe. Du! Hey, sei endlich still, du Zwerg! Hast du Zwerg gesagt? Na, wenigstens sieht meine Freundin nicht aus wie eine Sumpfwarzenkröte. Ich sag's doch bloß, weil es wahr ist. Du hast im Kino einen Streit angezettelt und die Lehrerin hast du gekniffen, ausgerechnet in den... Du weißt schon wohin, was hast du zu sagen? Sag ihr, sie soll aufhören, wie ein Sumpfschwein rumzuquieken. Mom, hör auf, wie ein Sumpfschwein rumzuquieken. Ups. Oh nein, Wayne. Oh nein. Du hast dich vielleicht zu einem Bruder entwickelt. Du bist fast so doof wie Julian. Julian ist gar nicht so übel. Sag das nochmal, wenn du dich traust. Er ist echt schlau. Und er kann so gut stricken. Hey, Wayne, was machst du da? Ich hab dich gebaut und ich kann dich genauso gut wieder auseinandernehmen, Verräter. Mich auseinandernehmen? Wie meinst du das, auseinandernehmen? Dirty Joe, du bist schon wieder da? Sie hat mit mir Schluss gemacht. Was hast du denn da, Wayne? Das hier ist mein Bruder, Keith. Er muss zerstört werden, weil er sich in einen Milchbubi verwandelt hat. Dein Bruder? Klingt, als hättest du ein bisschen zu viel Zeit allein verbracht, Junge. Aber wenn du ihn zerlegen willst, dann nimm die Wagenpresse. Das macht mehr Spaß. Sie sind doch gar nicht hier, Julian. Julian? Ah! Nein, Wayne! Das kannst du nicht machen! Ah! Ich bin dein wahrer Bruder, erinnerst du dich? Du hast mich zusammengebaut und ich habe alle Eigenschaften, die du haben wolltest. Und ich hab dich sehr gern, Wayne! Wayne! Wo ist Tony? Woher soll ich das wissen? Okay, und wo hast du Kies gelassen? Das ist jetzt vorbei. Jetzt ist wohl wieder ein Leben als Einzelkind angesagt. Julian! Oh, Tony! Hat er es nicht über sich gebracht, Kies zu zerquetschen? Nein, er ist auf einmal sentimental geworden. Oh, Keith, ich liebe dich, aber ich kann nicht mit dir leben. Und ich kann nicht ohne dich leben. Und was ist aus Keith geworden? Oh, richtig nett, jemanden zum Reden hier zu haben.
Manchmal kann ich schon mal jemanden zum Reden brauchen, weißt du?